Hallo, liebe Profit Wallet Community, liebes Team. Ich komme gerade frisch aus dem Leader Call und möchte euch eine Sache heute kurz ein bisschen näher erläutern, damit wir auch verstehen, wie Profit Wallet tatsächlich funktioniert, was tun die für uns und so weiter. Und zwar geht es um das Bitcoin Mining, also das Mining. Und da ist es so, dass man jetzt in den niedrigen Phasen, wo die Bitcoin-Miner sehr günstig sind, immer wieder gekauft hat. Und es wurden gestern laut Alexander und Christian für 200.000 Dollar wieder Bitcoin-Miner gekauft. Und aktuell stehen die in den USA und in Kanada. Und zwar läuft es über die Firma Compass Mining. Jetzt könnte natürlich jeder sagen, okay, ich gehe zu dieser Firma und mache dort das selbst, werde dort Kunde. Nur Profit Wallet ist dort jetzt Premium-Kunde, bekommt da auch günstigere Konditionen, hat einen einzelnen Mitarbeiter, der für sie abgestellt ist, wo man natürlich auch viel mehr Insider-Infos bekommt vom Unternehmen und so weiter. Und zwar ist es so, dass man jetzt den Bitcoin-Miner-Bestand aufgebaut hat in der Phase, wo die Preise sehr, sehr niedrig sind. Und wenn der Bitcoin-Preis bei 30.000 Dollar ist, wird ein entsprechender Preis bei den Bitcoin-Minern erwartet und man kann aus dem laufenden Bestand der Miner auch wieder ein Paket an Investoren abverkaufen. Und da ist jetzt dann beabsichtigt, dass 50% der Miner, die man gekauft hat, für das Vierfache zum Einstiegspreis dann verkauft werden. Die restlichen Miner, die man da noch betreibt, sind quasi für umsonst und erzeugen weiterhin Bitcoins. Alle 10 Minuten gibt's ja, wird ja ein Block geschlossen und es werden Bitcoins erzeugt. Und nur mal das ganz kurz, dieses Verhältnis, was macht Profit Wallet? Wir haben NFTs, wir haben das Gaming, wir haben die DeFi-Projekte, wo man direkt investiert ist. Und wenn ich es noch richtig im Hinterkopf habe, da ging es jetzt nicht drum, aber wir hatten ja schon vor einer Weile die Info, dass wir im Moment auch im Portfolio an 50 Krypto- oder Blockchain-Projekten direkt beteiligt sind. Also nur mal, dass ihr so ein bisschen versteht, was da für ein Portfolio im Hintergrund läuft und aufgebaut wird und gemanagt wird. Und wir haben einfach nur einen Zugang über unseren Telegram-Account und können ganz einfach an diesem Portfolio teilhaben. Das wollte ich euch einfach mal kurz mitteilen, dass ihr wisst, was da wirkt, dass es ein bisschen greifbarer wird, was wird da im Hintergrund gemacht, was läuft da, wie nutzt man da auch Zyklen aus, man investiert im Moment, auch wenn das Mining jetzt vielleicht im Moment bei so niedrigen Kursen gar nicht interessant ist, aber wir investieren da antizyklisch und wir nutzen natürlich die Phasen, wo sich irgendwie keiner traut oder alle Leute verunsichert sind. Die nutzen wir, um günstig einzusteigen und dann in entsprechenden Aufschwüngen, in Zyklen, dann auch einen Teil wieder zu liquidieren. Und deshalb die Strategie bei Profit Wallet ist und war und wird auch immer sein, eine mittel- bis langfristige Strategie. Das heißt, wenn du jetzt Kapital auf der Seite hast, was du ein Jahr oder 2 oder 3 Jahre nicht brauchst oder monatlich auch was ansparen willst oder vierteljährlich wieder was dazulegen möchtest, dann ist Profit Wallet das Richtige für dich. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, komm auf mich zu. Wenn ich die Fragen nicht beantworten kann, dann halte ich Rücksprache bei den Gründern, bei Alexander und Christian. Und wenn ihr auf mich zukommt und das mal gerne hättet, machen wir auch gerne eine Frage- und Antwortstunde via Zoom mit Christian und Alexander oder Christian oder Alexander. In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin mit Profit Wallet und wir sind hier bei einem mega Projekt dabei und seht das Ganze auf 2, 3, 4, 5 Jahre. Dann werden wir die Früchte ernten und ja, das wollte ich euch heute einfach nur weitergeben und in diesem Sinne
Viel Spaß weiterhin, auch viel Spaß, Leute zu Profit Wallet einzuladen und euch zusätzlich natürlich da auch noch Erträge aufzubauen. In diesem Sinne, alles Gute euch. Bis dann. Ciao, ciao.